Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Heute mit dem Thema, ich verkaufe meine Sachen und wir gehen zum Boss. Kommen Sie erstmal näher, kommen Sie ran. Kaufen Sie ein. Alles muss raus. Großer Ausverkauf heute. Ich meine, wir machen auf jeden Fall noch einen Verkauf. Huch! Okay. Das letzte Mal waren sie aber zu teuer. So weit weg können sie ja dann nicht sein. So, stocken wir direkt mal auf. 3000. Oh, kauft es aber trotzdem, auch wenn es ihm nicht gefallen hat. Dim, 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 dim. Bitte was? 4000 ist zu viel? Klau nicht meine Sachen. Die sind zum Verkauf und nicht für dich. So, packen wir den mal da rein. 600 hast du an Wert. Ja, machen wir 700 raus. So. Da freut sich jemand. Und noch jemand. 1400 war zu viel. Huch, ah, der Handschuh. Ja gut, nehme ihn mit. Kannst du für 3000 haben, ist schon okay. Was will der alte Mann hier? Entflammbare... Nein, tut mir leid, ich hau aus dem Dungeon jetzt ab. Was willst du denn jetzt schon wieder? Wüstensteilbaren? Nein! Ich mach diese Scheiße nicht mehr, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ganz einfach. Ich lass mich auf den Scheiß nicht mehr ein. So, 5500 war den zu viel. Das war ein Reicher, der das gekauft hat wahrscheinlich, ne? Beim letzten Mal. So, und packen wir das hier noch mit rein. Komm, ich muss hier mindestens 300.000 kriegen, um die nächste Ausrüstung zu bekommen. Das ist das Minimum. Ein bisschen extra wäre noch cool. So könnte ich die Upgrades machen. Oh, ho, ho, ho. 8.000 ist zu billig dafür. Naja, soll sie es erstmal haben für den Preis, ist schon okay. So lob ich mir das. So, du wirst einen Wert haben von, ja, sagen wir 1500. Sondern wir noch das Ding ins Kirchens, die Schokolade. Dich habe ich gut verkauft. Dich habe ich noch gar nicht richtig verkauft. Der Tag ist fast vorbei. Ich muss, glaube ich, noch einen Tag hier im Laden stehen. Ja, sie kauft's. Auch wenn es ihr nicht gefallen hat, sie kauft's. Ist alles in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit. Der Warenwert ist gesunken. Und wir haben leider noch einen davon. Leider muss das auch raus. So, 250 ist ja gar nichts wert. 450 war so meh. Ich hab's für 150 zu billig verkauft. Das wird schon hinhauen. Okay, ich hab nichts mehr, ne? Und für dich muss ich noch einen Wert bestimmen. Und zwar steckst du irgendwo auf 4000. Ja, gut, komm, nimm den Kleinen mit. Ist mir egal. Die Passant, die ich mehr kriegen würde, ganz ehrlich.
Okay, ich kann mir meine Ausrüstung schon leisten. Wie es mit den Upgrades aussieht, weiß ich nicht. Und das hier ist so krass im Wert gesunken. Alter Schwede. Oh, ist vorbei. Na gut. Wie viel habe ich bekommen? Ja, knapp 400.000. Ich meine, ist jetzt nicht so der Bringer. Aber es wird ja für meine Ausrüstung reichen. Das heißt 400 Leben oder so, ne? So. Ordentlich Leben wir auf jeden Fall. Ah, da sind die Schnüre. Ja, die Schnüre sind ja Billigware. Na gut, hier brauche ich sie eh nicht. So. Wie viel habe ich jetzt noch? 80.000. Ah, ich weiß nicht, ob das ausreicht, um das Ganze noch abzugraden. Aber wir haben jetzt 500 Leben. Ein kleines Upgrade wäre aber ganz cool noch. Aber ich muss daran denken, dass ich auf jeden Fall noch Tränke kaufen muss. Für den Boss. Aber dann gehen wir eh zurück. Verzauberung. Wie teuer ist denn das? 64.000. Ja, ich meine, ich gehe jetzt eh nochmal zum Boss, ne? Das heißt, wir treffen uns in Ebene 3. Da werde ich nochmal zurückgehen. Die Sachen verkaufen. Und dann sehen wir uns beim Upgrade der Sachen, würde ich sagen. Ne? Klingt gut. So, angekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt an den Verkauf. So, alles perfekt geplant, damit es schön Tag ist, wenn wir wiederkommen. Und dann, ich meine, wir werden sowieso noch einmal den Laden zum Schluss öffnen. Das heißt, ich werde jetzt nur die Stacks verkaufen, sodass ich halt genug habe, um alles abzugraden. Nehmen wir dich mit. Du bist auch fast voll stacked. Stack, 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 stack. Du kommst mal hier rein. Ja, Magnetit ist jetzt nicht so wertvoll. Wie sieht es hier eigentlich aus? Hier brauche ich auch nichts mehr, ne? Ja, einen gewissen Wert hat das ja, ne? Ja, du, dich kann ich in den Ramsch stecken. Jetzt muss ich überlegen. Ja, der passt schon, wie es ist jetzt. Ich will einfach nur schnell den Laden öffnen, den ganzen Scheiß hier verkaufen. Ja, 700. Dann passt das schon. So, öffnen wir erstmal kurzzeitig den Laden. Zack. Können die alle schon mal reinkommen, währenddessen ich hier alles wusel. Ich hoffe, 9000 ist in Ordnung. Wenn nicht, muss ich nochmal ein hoch. 1500. Ja, gut. So, warst du zu billig? Ach, ich habe keine Ahnung. Ah, den habe ich ja noch hier, ne? Stimmt, zwei habe ich davon noch. Wenn da zwei noch drinne stecken, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir den Rest hier mit. Guck, ob ich ihn irgendwo dazu packen kann. So, die Schokoladentafeln, davon habe ich tatsächlich noch ein paar. Ja, der Neureiche nimmt natürlich mal wieder was mit. Danke, dass ich niemals wissen darf, wie teuer meine Ware wirklich ist. Na, die freut sich. Okay, meine Ware war also exakt im Mundo richtig. Oh. Und den Stein hatte ich zum Billig angegeben. Aber wenigstens dieses komische Auge ist gut. Er legt dein Zeug hin. Dankeschön. Gib mir mal 100.000. Schön wertvolles Zeug. Das mag ich doch. Ja komm, wenn es schon so wertvoll ist, kann ich es auch so reinpacken. Und 700 war zu billig, ja?
Dann packen wir hier noch das hier rein. Das war nämlich auch ziemlich wertvoll. Mit 3500 zu billig verkauft. Kauft mein Zeug. Kauft mein Zeug. Kauft mein Zeug. Kauft mein Zeug. Ja. Liebe Geld. So. Wir haben jetzt genug erstmal, um alles abzugraden. Also perfekt. Du warst ein Billigkram, ne? Ich hoffe schon. Magischer Kern? War das der magische Kern, der so billig war? Ja. Oh, ich bin die ganze Zeit nur auf dem Aufstocken meiner Sachen. Ja, 100.000. So, wie sieht's denn? 6.000 war in Ordnung. 600 war auch in Ordnung. 7.000. Schön. So ist das gut, so gefällt mir das. Leute, kauft immer schön ein. Dann geht's mir gut. Rein theoretisch könnte ich den Rest des Geldes auch einfach sparen, weil... Okay. Das war anscheinend ein bisschen zu billig. Um den nächsten Laden-Upgrade schon zu kaufen. Er wird schon 560.000 oder so kosten, denke ich mal. Irgendwie so um den Dreh. 1.500 war noch zu billig, ja? Gut, nehmen wir noch ein paar Schokoladentafeln mit rein. Also, ich kaufe immer so Sachen, bei denen ich den Preis noch nicht weiß. Bin ich ein bisschen ätzend. Na ja, toll. So, auch noch Verlust gemacht wegen dem neureichen Typen. $1.500 war zu billig. Ich habe keine Ahnung, wer dann 2.000 halt. Wehe, du klaust was, währenddessen ich hier irgendwas mache. 5.000 war in Ordnung, okay. War klar. Passt mal kurz nicht auf, ne? Dann die Scheiße. $560.000. Ich bin reich. Oh. Oh, nein, 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 Freunde. So haben wir nicht gewettet. Ich hab's doch schon mal für... Achso, 5.000 war zu viel. Ja, gut, dann hier. Ja, ich wäre auch angepisst, wenn in letzter Sekunde der Preis plötzlich steigt. Ich kann mit dir fühlen. Ja, es ist mir schon wichtig, dass ich die teuren Sachen auch wirklich teuer verkaufe. Sonst bringt das ja nicht viel, ne? So, der letzte Stein. 2.000 war noch zu billig. Aber es ist fast Ladenschluss. Aber ich denke, wir haben auch genug Gewinn gemacht, um all unsere Träume zu erfüllen für die heutige Folge, sodass wir gleich zum Boss gehen können. Wie... Manchmal finde ich die Kunden komisch. Oh, Ladenschluss. Das habe ich gerade gesehen, weil die Oma sich was angucken wollte und dann doch abgehauen ist. Ach, willst du da extra noch was kaufen? Oh, offensichtlich nicht. Das ist 5.000 zu viel. Na gut. Wird Zeit für Upgrades und die ganzen Sachen. Um den Boss zu schlagen. Wie viel haben wir verdient? 581.000, Alter. Weißt du was? Dafür upgraden wir auch den letzten Scheiß hier, den wir noch haben. So, ich möchte zuerst ein paar Tränke kaufen. Ich habe 4 im Besitz. Ja, ich denke mal 15 werden auf jeden Fall für den Boss reichen. So. Wieso habe ich immer noch 500 Leben?
Ich hab's doch verbessert. Egal. Hör mal, was es gebracht hat. Anscheinend nicht sehr viel. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller geworden. Man weiß das nicht. Gut, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Plus 300.000, um den Laden später nochmal zu perfektionieren. Und dann gehen wir eigentlich schon morgen in den nächsten Dungeon. Also, wenn alles klappt, muss man dazu sagen, was natürlich nicht immer der Fall ist. So. Wir wollen die Route planen. Wir gehen zuerst nach oben am Brunnen vorbei und öffnen die Tür, damit, falls das Viech kommt, was uns nicht mag, weil wir zu lange im Dungeon rumhängen, dass wir da einfach durchrennen können. Das ist der Plan. Au. Ist mir egal, das tanke ich. Das tanke ich gut. Hast du gedacht, Kumpel, ne? Ich weiß, wie man bei dir ausweicht. So, was bekommen wir hier so Schönes? Oh, das ist doch schon mal ganz praktisch. Ich werde erstmal für den Anfang die Heiltränke da reinpacken, einfach nur, weil ich es kann und weil ich nichts anderes habe. Eigentlich muss ich die nicht besiegen, ne? Vielleicht gehen wir einfach direkt zum Boss. Ja, aber wir brauchen ja eigentlich die Truhen gar nicht, ne? Komm, wir gehen direkt zum Boss. Wozu den ganzen Scheiß einsammeln, wenn wir im nächsten Dungeon sowieso besseres Zeug bekommen zum Verkaufen? So, du bist zerbrechlich. Und bei dir werden wir mal das machen. Lass mich zum Großvater dieses Dungeons gehen. Ja, mach nur deine komischen Hexen. Ach, direkt einen Dorf platt gemacht. Oh, war klar, dass ich mich das abtreffen lassen. Boom. Kein Unsterblicher dabei, das freut mich sehr. Dann lass uns mal gucken, was uns erwartet. Ich bin ganz gespannt, Leute. Ah, endlich, endlich. Hallo. Eine Schlange. Okay. Oh nein, nicht die Viecher. Alles nur nicht die Viecher. Oh, ui, ui. Konfetti. Hä? Okay, den zu schlagen bringt nichts. Muss ich den von hinten vielleicht auf? Okay. Au! Ich stell mich jetzt einfach mal hier hin. Au! 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 Komm. Okay, ich wurde irgendwie nicht getroffen. Sehr schön. Das war aber nicht nett, was du davor hattest. Eventuell brauche ich auch überhaupt keine Tränke. Nicht gut. Ich habe nämlich bisher noch keinen verschwendet. Okay. Oh Gott, jetzt verfolgt er mich. Ist doch gut, hui. Das ist aber plötzlich schwer geworden. Nein, ich bin in die falsche Richtung gerollt. Ach, schade. Das ist der Wichtige. Das ist der, der die ganze Scheiße auf mich feuert. Auf mit dem Scheiß! Au, 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 au. Jetzt ist er aber hinter mir her hier. Okay, der feuert auch noch Scheiße. Bleib doch stehen, Mann! Aha. Au. Lauf doch nicht weg von mir. Wir sind Freunde. Au, 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 au. Ich habe genug Tränke, um das alles wegzudenken. Es ist mir doch scheißegal. Komm her, Mann.
Hä? Hey. Hab ich natürlich perfekt gedatscht. Kaboom. Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Behead the Snake. Ja, das war auf jeden Fall ein cooler Boss. Hätte ich ne, wenn ich wüsste, dass ich nicht so viele Tränke hätte, hätte ich wohl auch vorsichtiger gespielt. Huch. Weiß, was habe ich denn da bekommen? So eine großen Dinger. Starker Levitationskern. So, Naya-Notizen. Wüstengeschichte, Temmo hast du nicht gesehen. Wüstengeschichte, Wüsten irgendwas, da haben wir den vierten und ja. Das dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Und wollen wir noch einen Ausverkauf machen? Wir machen noch einen Ausverkauf, damit wir in der nächsten Folge komplett leer darstellen. Ich denke, das ist vernünftig. Ich möchte nämlich kein Loot mehr von der alten Ebene bei mir haben. So. Noch einen Dungeon geschafft. Somit öffnet sich der auch der letzte. Da kommt mein Opa wieder. Der sagt, der sein Zeug nicht haben wollte. Ein weiterer Wächter besiegt. Ein weiteres Schloss im fünften Tor geöffnet. Du nimmst einfach keine Vernunft an. Was, wenn du das nächste Mal nicht zurückkommst? Ich werde allen sagen, dass ich dich gewarnt habe. Aber ich glaube kaum, dass du auf mich hören wirst. Du solltest das, was du hast, etwas mehr zu schätzen lernen. Dein großartiger Laden schmeißt sich schließlich nicht von alleine. Am Brett ist übrigens eine neue Erweiterung ausgeschrieben. Wenn du den Laden vergrößerst, kannst du einen Assistenten einstellen. Habe ich doch schon. Außerdem wurde der Tech-Dungeon jetzt in der Stadt geöffnet. Ich würde dich ja davon warnen, aber du hörst sowieso nicht auf mich. Ich werde Zenon. Er hört sich schon ziemlich böse an. Ist der... im letzten Dungeon. Der Boss. Also, ich gehe dann. Dieser alte Mann hat heute genug genörgelt. Du bist bestimmt der böse, alter Mann. Die alten Menschen sind immer die Bösen. Die halten sich immer für so clever. Und so wissend, so allwissend. Ich überlege, ich glaube, wir haben heute eigentlich schon zu viel Zeit. Ich will doch die Folgen ehrlich gesagt nicht zu lange machen. Shop. 250.000. Ja, zwei Errungenschaften bekommen. Imperium und Rhinakos Major. Ich bin jetzt der Bürgermeister, weil ich meinen Laden abgegradet habe bis zum geht nicht mehr. Ja, cool. Ja, aber im Shop kann ich eigentlich gar nichts mehr machen, ne? Ja, ich habe meinen Shop komplett fertig gemacht. Nice. So, oh, das war die letzte Ladenerweiterung. Du hast dir ein ganz schönes Imperium aufgebaut. Danke, danke, danke. Huch. Hey, Willi. Wenn du eine Pause brauchst, kann ich deine Gegenstände verkaufen. Ich halte 30% des Gewinns. Nein. Kannst du knicken, Mädel? Kannst du knicken, Alter? So, verkaufen wir das... ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir verkaufen morgen einfach, bevor wir in den nächsten Dungeon reingehen, ganz ehrlich. 9.000, dann bist du ja locker mal 15.000 wert. Komm, das machen wir morgen alles. Haut rein, euer Zero. Tschüss.